Hallo liebe Fußballfreunde und willkommen zur heutigen Top-In-Folge. Wir haben jetzt etwas mehr als die Hälfte der Saison hinter uns und Europas Top-Ligen zeigten uns bereits die ein oder anderen Durchbrüche junger Talente, wie zum Beispiel Kylian Mbappé oder Gianluigi Donnarumma, die sich weiter von Spiel zu Spiel enorm verbessern. Es gab aber noch etliche weitere Talente, die sich stark durch ihre Leistung in den Vordergrund gebracht haben. Deswegen stellen wir heute zusammen die beste U20-Elf Europas in einer traditionellen 4-4-2-Formation auf. Verlieren wir also keine Zeit und schauen, wer es alles in die Elf geschafft hat. Im Tor stehen zur Auswahl Gianluigi Donnarumma vom AC Mailand, Alban Lafont vom FC Toulouse und Milin Zvilar von Benfica Lissabon. Ich habe mich für den Italiener Gianluigi Donnarumma entschieden. Für jeden, der den AC Mailand nur die letzten zwei Spielzeiten verfolgt, ist es immer noch schwer zu glauben, dass dieser Typ einfach gerade mal 18 ist. Das Eigengewächs aus der Jugendakademie ist bereits ein fester Name in der Mailänder Startelf. Als die Nummer 1 im San Siro hat er sich bereits etabliert und es dauert nicht mehr lange, bis er auch die Nummer 1 der italienischen Nationalmannschaft wird, da Buffon nach der enttäuschenden WM-Qualifikation seinen Rücktritt bekannt gab. Als erfahrener Starter mit großem Potenzial für weiteres Wachstum kann man sich sehr gut vorstellen, wie gut dieser Typ eines Tages sein wird. Alle großen Vereine haben bereits seine Entwicklung im Auge und da der AC Mailand auch nach einer beeindruckenden Kadererhöhung immer noch nicht gut in der Serie A steht, dürfte es nicht mehr lange dauern, bis Donnarumma dann vom San Siro wechselt. Weiter geht es mit der Abwehrreihe. Hier stehen auf der Rechtsverteidigerposition der vom BVB verliehene Felix Paslak aus Liverpool, Trent Alexander-Arnold und Crystal Palace-Laie aus Manchester United Timothy Fosu-Mensah zur Auswahl. Der Gewinner bei mir heißt hier Trent Alexander-Arnold aus Liverpool. Als Prototyp eines modernen Rechtsverteidigers leistet er einen guten Beitrag im Angriff und hat mit seinen Flanken und seinen Ballfähigkeit schon die ein oder anderen zum Staunen gebracht. Auch in der Champions League-Qualifikation gegen Hoffenheim bewies er, dass Freischüsse kein Fremdwort für den jungen Engländer sind. Als U21-Nationalspieler Englands war der Aufstieg von Arnold schnell und seine Leistungen haben den ganzen Hype in den englischen Medien um ihn herum gerechtfertigt. Da Nathaniel Clyne in dieser Saison wegen Verletzung kein einziges Spiel bestritten hatte, nutzte er seine Chance und hat Klopps Vertrauen in ihm durch seine starke Leistung wieder zurückgezahlt. Trent Alexander-Arnold scheint für Liverpool in den kommenden Jahren ein gesetzter Rechtsverteidiger zu sein und wird außerdem ein guter Konkurrent für die Außenverteidiger Kyle Walker und Kieran Trippier in der englischen Nationalmannschaft sein. Weiter geht es mit dem rechten Innenverteidiger. Hier stehen zur Auswahl Malang Sarr von Nizza, Panagiotis Retsos aus Bayer Leverkusen und der Leipziger Dayo Upamecano. Entschieden habe ich mich für den Mann von RB Leipzig, Dayo Upamecano. Du musst schon wirklich gut sein, wenn du erst 19 Jahre alt bist und die besten Vereine Europas die Möglichkeit erwägen, deine Ausstiegsklausel von 100 Millionen Euro zu bezahlen, um dich dann in ihrem Verein spielen zu sehen. Upamecano wurde mehrfach mit dem FC Liverpool und beide Mannschaften aus Manchester in Verbindung gebracht. Er ist wohl derzeit der talentierteste junge Innenverteidiger der Welt. Dayo Upamecano war der Schlüssel zum Aufstieg von Leipzig zu einem der aufregendsten Teams in Europa. Der französische U19-Nationalspieler war ein Teil der Mannschaft bei den U17-Europameisterschaften im Jahre 2015 und wurde in der U14 im AEG-Pokal 2014 zum besten Innenverteidiger gewählt. Im vergangenen Jahr von RB für rund 10 Millionen Euro gekauft, ist Upamecano in dieser Saison bereits Stammspieler und beeindruckt mit seiner Physis und seinen perfekten Zweikämpfen. Ein weiteres Wunderkind für die französische Zukunftsperspektive und deshalb wird es nicht lange dauern, bis die großen Vereine für den Innenverteidiger vor der Leipziger Tür stehen. Für die andere Innenverteidigerposition stelle ich folgende Spieler auf. Matthijs de Ligt von Ajax, Reece Oxford, der an Borussia Mönchengladbach verliehene West Ham-Spieler und Chelsea's Ethan Ampadu. Gewinner hier ist Matthijs de Ligt. Berichten zufolge, der Wunschspieler der Katalanen schaffte es de Ligt mit seinem Debüt im September 2016, die großen Vereine auf sich aufmerksam zu machen. Er ist so hoch bewertet, dass die Nationalmannschaft ihn nur nach zwei Spielen für Ajax Amsterdam in der Eredivisie einen Platz im Kader anbot. De Ligt ist im Großen und Ganzen ein guter Verteidiger, der gut mit dem Ball umgeht, stark in der Luft und eine gute Angriffsvariante bei Standardsituationen ist. Denn der Holländer traf seit seinem Debüt bereits viermal. Der erst 18-Jährige hat in den vergangenen zwei Spielzeiten sein Spielstil weiterentwickelt und war eine absolute Offenbarung. Als ein wichtiger Teil der Verteidigung bei Ajax hat De Ligt keine Probleme in Zukunft bei einem großen Verein zu spielen, zu dem Barcelona schon jetzt großes Interesse zeigt.
Kommen wir zum linken Verteidiger. Zur Auswahl stehen hier Marcelo Saracchi von River Plate, Ryan Sessegnon von Fulham und Marco Jurella, der momentan nur bei der B-Mannschaft des Barcelonas spielt. In der Startelf hat es aber der Fulham-Spieler Ryan Sessegnon geschafft. Der 17-Jährige ist in Fulham ein echtes Spektakel. Als ein offensiver Verteidiger haben seine Auftritte an einen jungen Ashley Cole erinnert. Sessegnon ist einer der faszinierendsten Spieler in der Championship und hat bereits 11 Tore und 4 Vorlagen geleistet. Fulham ließ sich davon nicht abhalten, ihr begehrtes Gut für die U17-Weltmeisterschaft 2017 nach Indien reisen zu lassen, an der auch Zwillingsbruder Stevens ebenfalls von Fulham teilnahm. Im November 2017 markierte Ryan seinen 50. Profieinsatz für Fulham, indem er einen Hattrick gegen Sheffield United erzielte. Er war der erste 17-Jährige, der einen Hattrick in der obersten 4 Spielklassen des englischen Fußballs erzielte. Davor schaffte es Dele Alli im Jahr 2014. Ryan Sessegnon ist Fulhams bester Torschütze in dieser Saison und war eine ständige Bedrohung entlang der Außenbahn. Nachdem Fulham im vergangenen Jahr mit fast allen Premier League Giganten in Verbindung gebracht wurde, scheint es sehr wahrscheinlich, dass er den Sprung in die Premier League unter den Top 6 Clubs schaffen wird. Und wir sind auch schon im Mittelfeld angelangt. Für die rechte Außenbahn bewerben sich hier Martin Odegaard, der momentan von Real Madrid an Herrenhaven verliehen ist, Dortmunds Christian Pulisic und Cengiz Ünder aus Rom. Geschafft es hat es hier klar Christian Pulisic. Es passiert nicht oft, dass man die größte Fußballhoffnung des Heimatlandes und einer der besten Spieler des Vereins wird, während man sich gerade noch in seinen Teenagerjahren befindet. Als es darauf ankam, war Pulisic außergewöhnlich gut und hat im Alleingang Spiele für den BVB und die Amerikaner Nationalmannschaft gewonnen. Auch wenn seine Heldentaten die USA leider nicht bis zur WM führen konnten, kann man sagen, dass er doch alles gegeben hat. Christian Pulisic, einer der entscheidenden Spieler im Dortmunder System, war einer der Hoffnungsträger Dortmunds in einer bislang enttäuschenden Saison. Pulisic, der erst 19 Jahre alt ist, will der nächste große Star beim BVB werden und wird deshalb sicher als eines der besten Nachwuchstalente im Weltfußball unter die Lupe genommen. Schauen wir uns die Positionen daneben im zentralen Mittelfeld an. Hier kommen Kai Havertz von Bayer Leverkusen, Manuel Locatelli vom AC Mailand und Oriol Busquets aus der B-Mannschaft Barcelonas in Frage. In die Top 11 habe ich aber Kai Havertz genommen. Er ist in der Lage, als Spielmacher oder als Flügelspieler zu spielen. Als technisch brillanter Spieler wurde Havertz mit dem deutschen Superstar Mesut Özil verglichen. Mit seinem Talent, die richtigen Bälle für seine Teamkollegen zu finden und damit ganze Spielläufe zu beeinflussen, sieht es nach einem fairen Vergleich aus. Leverkusens jüngster Bundesliga-Debütant Havertz kam kurz nach seinem Debüt in der Bundesliga gegen Atletico Madrid im Achtelfinale der UEFA Champions League zum Einsatz, wurde aber im Rückspiel aus dem Kader ausgeschlossen, weil sich die Termine der Prüfungen überschnitten. In dieser Saison hat Havertz durch seine zahlreiche Assists in der Bundesliga den ganzen Hype um sich bewiesen. Er spielt eine wichtige Rolle in einer jungen und dynamischen Leverkusener Mannschaft, die auf dem besten Weg ist, auf einem Champions League Platz zu kommen. Nebendran im Mittelfeld stehen drei weitere Spieler zur Auswahl. Diesmal Phil Foden von Manchester City, Salih Özcan vom 1. FC Köln und Everton's Tom Davis. Der Gewinner heißt Tom Davis, einer der vielen jungen Spieler, die in den letzten Jahren bei Everton an den Start gegangen sind. Tom Davis hat sich im Laufe der Saison als Stammspieler der Premier League etabliert und damit Morgan Schneiderlin und Mohamed Besic geärgert. Er legte direkt mit einem Start gegen Norwich los und wurde am Ende zum Man of the Match gewählt. Als Neffe des ehemaligen Everton-Spielers Alan Whittle kommt Davis aus einer fußballerischen Familie. Gut im Sprint und am Ball ist er ein echter Allrounder im Mittelfeld. Als Gewinner des Everton-Preises, bester junger Spieler des Jahres, beste Leistung des Jahres und Tor des Jahres in seiner Debütsaison war Davis in den vergangenen Spielzeiten beim FC Everton einfach unglaublich und wird in der Merseyside bestimmt eine tragende Säule in Zukunft sein. Kommen wir zum letzten Platz im Mittelfeld. Von den Spielern Justin Kluivert aus Ajax, Josip Brekalo aus Wolfsburg und Ismail Assar von Stade Rennes habe ich mich für Ersteres, und zwar Justin Kluivert, entschieden. Es ist oft schwierig, der Sohn eines berühmten Fußballers zu sein, aber der 18-jährige Flügelspieler hat alle Erwartungen bezüglich seines Nachnamens erfüllt. Im Vergleich zu seinem Vater ist Justin ein schlanker kleiner Flitzer, der als Flügelspieler das Tempo und die notwendigen Tricks in der Tasche hat, um den Außenverteidigern Albträume zu bereiten. Als ein
Ein weiterer Absolvent der berühmten Ajax-Akademie hat Justin sich in der Saison mit seinen wundervollen Tricks und seinen Weltklasse-Highlights, darunter auch zwei spektakuläre Tore in seinem Hattrick gegen Roda. Kluivert, der bereits ein niederländischer U21-Nationalspieler ist, scheint auf dem besten Weg in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Mit vielen europäischen Giganten, die sich angeblich für den Youngster interessieren, sieht es so aus, als wäre Justin das nächste große Angriffstalent der Ajax-Jugendakademie. So, und kommen wir nun zu den letzten beiden Positionen. Im Sturm stehen hier zur Auswahl Kylian Mbappé von PSG, Abdel Ruiz von der B-Mannschaft Barcelonas, Pietro Pellegrini von AS Monaco und Moise Kean Dilaye von der alten Dame bei Hellas Verona. In die Startelf haben es hier Kylian Mbappé und der gerade mal erst 16-jährige Pietro Pellegrini geschafft. Fangen wir mit dem jüngsten Spieler der Elf an. Seine Leistungen waren herausragend und angesichts der Tatsache, dass er erst 16 ist, ist es keine Überraschung, dass er bereits in dieser verrückten Wintertransferphase für unglaubliche 21 Millionen sich auf dem Weg nach Frankreich gemacht hat. Der ehemalige jüngste Routiner der Serie A hat in der italienischen Fußballszene für Furore gesorgt und wurde von den italienischen Medien gehypt. Er verließ Genua mit einer Bilanz von 2 Toren in 6 Ligaspielen. Mag vielleicht für den ein oder anderen auf den ersten Blick nichts Besonderes sein, aber die Monegassen haben in letzter Zeit immer wieder bewiesen, was für Talente sie bilden können. Deswegen denke ich, dass dieser Typ mal eine große Zukunft haben wird. Schauen wir uns den berühmtesten Teenager der Welt seit einem gewissen Lionel Messi an. Kylian Mbappé kam in der Ballon d'Or-Liste auf dem 7. Platz. Eine unglaubliche Leistung für einen 19-Jährigen, der kaum 2 volle Jahre im europäischen Fußball alt ist. Mbappé nahm Frankreich und Europa im Sturm und war AS Monacos Angriffsmonster in einer sehr spannenden Saison, die die Monegassen als Meister und mit dem Einzug in das Champions League Halbfinale feierten. Kylian Mbappé war in der vergangenen Saison nicht mehr aufzuhalten und brach gleich mehrere Rekorde, die ein junger Thierry Henry beim AS Monaco aufgestellt hatte. Unglaublich schnell und beweglich stach seine kreative Seite besonders mit dem Sturmpartner Falcao hervor. Seine brillante erste Saison löste eine Transferraserei aus, bei der alle großen europäischen Clubs bereit waren, tief in die Tasche zu greifen, um ihn zu verpflichten. Schließlich wurde er von PSG unter Vertrag genommen, was ihn dann zum zweiteuersten Transfer in der Fußballgeschichte macht und ein Traumspieler im Traumtrio mit dem uruguayischen Scharfschützen Edinson Cavani und dem brasilianischen Zauberer Neymar. Er hat seine exzellente Form beibehalten und damit alle Kritiker, die ihn nur als Einjahrwunder bezeichneten, zum Schweigen gebracht. Kylian Mbappé ist wahrscheinlich der beste Teenager der Welt und deswegen der Mann, der diese Elf auch beendet. Und dies wäre dann meine Elf mit den besten U20-Talenten Europas. Die Frage des Tages heute ist, welchen Spieler hättet ihr noch gerne in dieser Elf gesehen? Schreibt mir die Namen in die Kommentare. Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat und lasst unbedingt ein Abo da, wenn ihr noch keine Subscriber seid für weitere Videos. Folgt uns auch auf Social Media für das weitere Fußball-Entertainment. Ich verabschiede mich dann von euch und freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge einschaltet.